Ich fühle mich ein wenig ausgelaugt. Ich teile oftmals meine ruhigen Momente mit euch, doch die Momente drumherum sind mit sehr viel Arbeit verbunden. Dieser Spruch, das Leben ist wie eine Achterbahn, passt wirklich zu 100% zu mir und meinem Leben. Denn wenn ich Motivation habe, gebe ich alles. Wenn ich mich für etwas interessiere, beschäftige ich mich den ganzen Tag damit. Ich bin leidenschaftlich und mache deswegen Dinge mit voller Liebe und mit meiner ganzen Energie. Die Kehrtwende dabei ist, dass ich mich oftmals mit dieser Energie sehr ausbrenne und meine Balance durcheinander bringe. Denn wenn ich für ein paar Wochen oder Monate meine ganze Energie in etwas hineinstecke, bleibt am Ende nicht mehr so viel Kraft über. Es ist in den Jahren schon viel besser geworden. Vor allem, da ich meine Routine entwickelt habe, die mir oftmals auch wieder in diesen Phasen Ruhe, Leichtigkeit und mich so ein bisschen herunterfahren. Doch in manchen Phasen braucht es ein bisschen mehr als eine Routine, und zwar eine Pause. Als Kind war ich jedes Jahr mit meiner Familie in Dänemark und mit diesen Urlauben verbinde ich Erholung, Spaß und Liebe. Und seitdem bin ich jedes Jahr in Dänemark und ich liebe dieses Land. Ich fühle mich allgemein den skandinavischen Ländern sehr hingezogen. Ich liebe die Menschen, die Natur, den Strand, den Lebensstil und die Kultur. Und genau in solchen Momenten wie diesen sehne ich mich sehr nach Dänemark. Ein paar Tage nur mit mir, ein Häuschen am Strand und das Leben im Moment leben. My God, lives high in soul, in my something real and something to believe. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich in Dänemark. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich gerade den schönsten Sonnenuntergang erleben darf, dass mich Dänemark so schön empfangen hat. Mitten im Nirgendwo. Wirklich, hier ist niemand, weit und breit. Es ist ein einziges Haus, das irgendwo mitten an so einer Küste steht. Ich hätte mir vor ein paar Tagen noch nicht ausgemalt, wie schön es wirklich hier ist und wie gut es tut, mal eine Pause von allem zu nehmen. Und es ist so, so wichtig. Ich glaube, ich werde mir gleich ein Feuerchen machen. Da ist nämlich so eine kleine Feuerschale, Kamin, irgendwie sowas. Und werde mich ein bisschen aufwärmen, denn das Wasser war echt ganz schön kalt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude und Erholung mit diesem Video und dass ich vielleicht durch dein Handy, durch dein Laptop ein bisschen Dänemark zu dir bringen kann. Daydream waiting, counting and wishing for that ship to sail them away. Can't you see it's coming, shining in the distance, beaming, leaving all reasons
tut so unfassbar gut gerade, weil ich einfach den ganzen Tag irgendwie noch gar nichts Richtiges gegessen habe. Ich liebe einfach Kartoffelspalten mit bisschen Salat und veganen Magerquark, so Kräuterquark. Das ist so unfassbar lecker und irgendwie esse ich das einmal in der Woche mindestens. Es ist irgendwie zu meinem Lieblingsgericht geworden und ich liebe es. Ich glaube, ich werde heute auch einfach rein gar nichts mehr machen, außer schlafen gehen und dann morgen ganz entspannt in den Tag starten. Time replaces your doubts. I used up all the space that I got, left with nothing to fight. Seeing faces of the men I used to know, they keep coming at me, they hold my throat. Of silence, if you share the weight of my love, standing at the edge of my strength, my heart will forgive and advance. Wow, was für ein wunderschöner Morgen. Ich bin so stolz, dass ich heute Morgen wirklich um 5 Uhr aufgestanden bin und so einen wunderschönen Sonnenaufgang mir anschauen durfte und dabei Yoga machen durfte. Zu oft mache ich Dinge nicht aus Bequemlichkeit, nicht in meine Komfortzone verlassen, nichts Neues ausprobieren. Und deswegen sind so welche kleinen Schritte wie morgens früher aufstehen, um einen Sonnenaufgang mir anzuschauen, ist immer echt irgendwie eine krasse Überwindung. Aber wenn man es denn tut, dann ist man umso glücklicher, ist ja bei Sport oder allgemeinen Dingen genauso. Diese Zeit hier auf Erden ist begrenzt. Manchmal muss man Dinge auch tun, die Komfortzone auch einfach verlassen, um ja, schöne Momente zu erleben. War das ein bisschen cheesy gerade? Aber mir fehlen jetzt irgendwie die passenden Worte dafür, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich fühle mich jetzt gerade noch so ein bisschen, ich würde gerade einfach nur ein bisschen kuscheln und ich glaube, das tue ich jetzt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen dösen oder so. Dieses Haus ist echt ein absoluter Traum. So viel Liebe zum Detail. Es strahlt einfach so unglaublich viel Ruhe und Entspannung aus und ich habe mich selten an einem Ort so aufgehoben gefühlt.
Nachdem ich ein bisschen noch geschlafen habe und mich in Ruhe fertig gemacht habe, bin ich noch in die Natur gegangen, um auch die Umgebung ein wenig zu erforschen. Und wow, es gab einfach so unfassbar schöne Orte und Ecken. In der Natur wird mir immer wieder bewusst, worum es im Leben wirklich geht, nämlich im Moment zu leben und alles zu nehmen, wie es kommt. Loszulassen und das Leben nicht zu hart und nicht zu ernst zu nehmen. Es klingt so leicht und so einfach, wenn ich dir das gerade sage, aber ehrlicherweise ist es oft genau das. Manchmal ist man nur einen Moment der bewussten Entscheidung entfernt, das Leben oder eine Situation auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Egal, was du gerade durchmachst und worum sich deine Gedanken kreisen, trust me, es wird alles gut, denn es gibt einen höheren Plan. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie schön. Mir ist vor allem aufgefallen, dass die Leute hier einfach viel, viel, viel freundlicher und offener sind. Denn in Deutschland habe ich sehr oft das Gefühl, dass sobald ich irgendwie mit der Kamera im Wald oder in der Natur unterwegs bin, gucken mich gleich die Leute irgendwie komisch an oder die sagen dann sowas wie, was machst du hier und warum filmst du und darfst du das? Deutschland ist einfach so viel, so und so geht das und so nicht und das sind die Richtlinien und das sind Regeln. So, und irgendwie sind die Leute hier einfach viel, viel freundlicher und offener. So, ich bin hier mitten im Wald, eben kam hier so ein Auto entlang und ich gleich so, okay, jetzt werde ich gleich wieder irgendwie angemacht oder irgendwie gesagt, dass ich hier nicht irgendwas machen darf oder sitzen darf. Aber der war einfach nur freundlich, genauso wie auch vorhin. Ich war an so einem Steg und dachte dann auch so, da kam jemand, obwohl da stand, dass man das betreten darf, aber das hat sich irgendwie in Deutschland so krass bei mir eingeprägt, dass ich so gedacht habe, okay, außerhalb meines Hauses ist es irgendwie voll schwierig zu filmen. Und er kam mir dann entgegen und ich wirklich 2 Minuten lang irgendwie in so einer kompletten Starre und der kommt dann so an mir vorbei und meinte, hey, ist total windig heute, oder? Ich so, ja, total. Es bringt so Spaß, irgendwie auch so richtig mal irgendwie auszurasten und zu filmen und meiner Kreativität zu folgen. Es erfüllt mein ganzes Herz, wirklich. Ich liebe es. Künstlerin, Malerin. Es bringt mir einfach nur unglaublich viel Spaß. Bisher habe ich sehr, sehr viel mit Strukturpaste gemacht, hier ja auch, aber gar nicht so viel mit Farbe, sodass ich ein Motiv male, sondern sonst habe ich immer einfach nur Wellen gemalt. Und deswegen war das irgendwie mal was Neues. Morgen ist dann schon eigentlich mein letzter Tag. Dann werde ich heute mal ein bisschen früher ins Bett gehen. Waste these precious days till the pain subsides. In winter, I sit by the old wood stove and let the wet clothes dry. Tell me if you ever meant it. My path was straight, but then you bent it. Ich bin so super, super hungrig und freue mich jetzt so sehr, das endlich essen zu können. Ich habe sehr lange ausgeschlafen. Ich glaube, wir haben es jetzt schon mittlerweile 12 oder so. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper mir sagt, Fenja, heute machst du mal gar nichts. Das heißt,
Das wird jetzt auch die Endsequenz. Ich werde auch heute mein Handy weglegen und meinen Körper ein bisschen Ruhe gönnen von allem. Ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, sowie einen Kommentar. Das hilft mir, meinem Kanal sehr. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Bis auf bald. Fein, ja.